Hi Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von unserem F1 Projekt mit dem Berger F1 Team. Mal gerade gucken, 18. Juni 2024. Oh, da wird noch ein paar Sachen werden fertig bis Frankreich. Mal ganz kurz gucken, wie sieht das aus? Noch 21 Tage. Wir können sogar noch ein bisschen Geld verschleudern. Wir haben 9 Tage. Hier. So machen wir das mal. Und ich möchte mal ganz kurz angucken, im Verlauf haben wir beim letzten Rennen beide Punkte geholt, also auch Mick. Wir könnten auch mal wieder ein paar Upgrades vornehmen. Motortechnisch sind wir ganz vorne. Aerodynamisch noch nicht ganz. Und hier sind wir ganz hinten, aber die Abteilung ist ausgelastet. Das heißt, die Frage ist, geben wir jetzt Geld aus für ein kleines Upgrade? Falls ein anderes nicht funktionieren sollte, so würde ich das gerne machen. Dann haben wir nämlich noch mal 1 Euro über. Ressourcenpunkte. Wir hatten ein gravierendes Problem in der Als wenn ich Herstellungskette. es geahnt hätte. Unser Entwicklungspaket für dieses Wochenende ist fehlgeschlagen. Die Details kannst du dir auf dem F&E-Bildschirm ansehen. Wird es nach Frankreich fertig, aber vor Österreich. Okay, die 9 Teile sind aus der Fabrik gekommen. Wir bauen Und sie alle nun anderen erstmal scheinen Grand Prix funktioniert zu 1. haben. Bin gespannt, ob wir jetzt Ferrari vielleicht überholt haben. Sieht fast gar nicht so aus. Wir haben 8 Millionen. Wir könnten dann noch in eine Einrichtung investieren. Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal zum Rennwochenende. Und damit sind wir in der Qualifikation. Spul mal ein bisschen vor. Schumacher hat gerade schön freie Fahrt. Schauen wir mal. Besser als Albon, als Perez, das ist schon mal sehr gut. Und an Sei Ferrari dran. vorsichtig, momentan ist viel los auf der Strecke. Jo, aber richtig viel los. Sehr schön. Sieht richtig gut für uns aus. Frontflügel noch mal verstellt. Und ich würde sagen, wir fahren einfach mal raus. So, es geht in die schnelle Runde. Williams kämpft mit Alfa Romeo um die letzten Plätze. So, auf geht's.
erstmal fetten Gemisch, um ein Fahrzeug nicht zu schonen. Das müsste definitiv reichen, um eine Runde weiterzukommen in der Quali. Oh Mann. Oh, ach, gerade mal 25.000 schneller als Raikön. Aber wir haben wenig Flügel. Das heißt, hier müsste einiges gehen jetzt. In 50,8 Sektor 2. Jo, dann war eine halbe Sekunde vorn. Oh, 32er sollten wir schaffen. Mit Frankreich muss ich erstmal noch warm werden hier. Muss man aufpassen, dass man auf dem Körper nicht wegrutscht. So, schön, knapp vor Schumacher. Schauen wir mal auf die Zeit. Jo. Ersten Sektor langsamer als Schumacher, am zweiten den gleichen und der letzten sogar den besten gefahren. Gucken wir mal vor, beide McLaren sind nochmal rausgefahren. Waren die so knapp? Oh ja, Norris. Oh, und Sainz. Ja. Die kämpfen um die letzten Plätze und dann ist hier so ein großer Pulk. Und da sind wir schon in Q2. Spulen wir immer vor. Und dann würde mich interessieren, welche Strategie die alle fahren. Softs. Okay. Versucht keiner auf Mediums zu starten. Momentan ist es ruhig auf der Strecke. Vielleicht sollten wir ein paar Runden absolvieren. 11%. Eine Sekunde langsamer. Dann nehme ich die abgenutzten Reifen. Die sind schon eine halbe Sekunde langsamer. Das ist echt interessant. Aber vielleicht kann ich dann einen Stop mehr machen und mit dem Undercut weiter nach vorne kommen. Oh, da bin ich schon mal weggedreht. So, ab hier gilt's. Diesmal fahren wir auch auf Maximum. Die Reifen haben auf jeden Fall schon ganz schön gelitten. Geliftet, 2 Zehntel hinter Stroll. Aber das ist ja unser. Ja, der letzte Sektor war unser starker Sektor. Drei aufgerundet gilt es zu schlagen. Jo, 2 Zehntel vorn. Müssen wir noch mal zulegen hier im letzten Sektor.
die Reifen jetzt nicht schlechter werden, also nicht extrem. Wir hätten im Rennen natürlich auch nicht lange fahren können. Aber man muss auch mal strategisch was anderes ausprobieren. Also eine gute Zeit. Wir qualifizieren uns hinter Schumacher. Ich denke, das ist dann letzten Endes der Reifenunterschied. Dadurch, dass er einen frischen nehmen konnte. Oh! 4000stel. Aber sehr schön, das sieht auf jeden Fall wieder nach vielen Punkten aus. Die anderen hauen nochmal alles raus. Ja, mal schauen, wie weit wir nach vorne kommen. Warte zuerst wie immer ab. So, 30, 6, 31, 4. Das war der benutzte. Auf dem Einstellungsbildschirm auf deiner Multifunktionsanzeige. Komm, wir riskieren es. Wir fahren mit den anderen, suchen es nochmal raus. Vornehmen. Öffne die Anzeige mit der MFA-Taste. Und navigiere nach oben oder nach unten zur gewünschten Einstellung. So. Zack, fliegen runter. Vielleicht schaffen wir es hier, ziemlich weit nach vorne zu fahren. Aber hier ganz minimal gepennt. Es scheinen alle unterwegs zu sein. 22,8 hat Vettel auf Platz 6. Sektor 1. Ups. Habe ich mitgenommen, bin aber eine gute Zehntel vor. 50,9. Oh oh. Ich hab die Kurve falsch angebremst. Jetzt Schumacher 6. Letzte Runde von Hamilton 30,6. Bottas 30,3. Wir haben eine halbe Sekunde Vorsprung vor Vettel. Wird nicht für die Pole reichen, aber vielleicht kriegen wir Platz 3. Oh. Uiuiuiuiui. Oh, Schumacher ist in den Top 5 aktuell. Der letzte Sektor war lila. Zweiter? Junge, wer hätte das gedacht? Das Qualifying ist beendet und wir werfen noch. Und Schumacher werfen damit auf Platz 6. Oh, das war tatsächlich nochmal knapp. Und Lewis Hamilton. Mit dem Ende des Qualifyings ist unsere Startaufstellung nun komplett für das große Rennen. Seien Sie morgen um. Top 6 für Schumacher, das ist ein sehr gutes Ergebnis. Ein fantastisches Event. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns im Rennen. So,
Wir hätten uns nach, nach der Qualifikation ruhig mal interviewen können, so nach dem Motto. Hier gibt es nicht nur die Tour de France, die haben die Pole Position fast verpasst. Geburtsort der ersten Autorennen überhaupt ging. Es sind nur noch wenige Minuten bis zum Beginn. Schauen wir uns die Startaufstellung mal an. So sieht die Startaufstellung aus. Valtteri Bottas startet von der Pole Position. Jo. Und Berger macht die erste Reihe komplett. Ich bin im Mercedes-Sandwich. In der Startaufstellung haben wir Hamilton, Verstappen, Charles Leclerc und Schumacher, Vettel, Perez, Albon und Pierre Gasly. Ricardo, ja, bis einschließlich Albon, wenn die wahrscheinlich mithalten können. Norris, Magnussen, Grosjean und Car- denke die anderen später nicht mehr. Im letzten Rennen haben wir Punkte geholt. Strengen wir uns an, damit es so weitergeht. Jawohl. Die Rennstrategie. Sieht schon mal sehr interessant aus. Das ist die Strategie von oben auch. Die Softs würden nicht reichen. Das macht keinen Sinn, das heißt, ich denke, wir fahren die Strategie. Und wir nehmen mehr Sprit mit. So, dann starten wir mal. Oh, bin gerade nicht so recht wohin. Jawoll. Auch alles verballert. Jawoll. Oh Mann, was ist das denn? Joa, ich hab's mal vergeigt, würde ich sagen. Wir sollen nur eine 4 in die Box kommen. Ich glaube, die Reifen sind einfach viel zu schlecht. Oh Mann. Bin ein bisschen zu weit übers Ziel hinausgeschossen. Ja. Schumacher kann vorne mithalten und Perez hält da vorne ordentlich auf. Oh Mann! So, wir müssen uns sortieren, weil das ist ja jetzt richtig Murks hier. Wir nähern uns dem Boxenstoppfenster. Du wirst mit Mediums weiterfahren. Junge, 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 da wäre ich dem jetzt fast hinten drauf gekracht. Es läuft, es läuft. Können Sie mir jetzt aber nichts ankreiden hier. Ricardo sich hier weggedreht hat. Wir denken, dass unser Energiespeicher wegen der Abnutzung ein wenig schlechter funktioniert. Vermeiden okay. Die magere Mischung, um das Gewicht zu reduzieren. Er hat 57% der Energiespeicher, okay. So, als DRS wird gleich verfügbar sein, sozusagen. Aktiviert von der Rennleitung. Machen wir uns auch ein bisschen abreißen lassen an dem Ferrari davor. Vor ihm. Irgendwie liegt mir die Strecke nicht.
So, jetzt müssen wir mal das DRS wird in dieser Runde aktiviert. Vollgas geben hier. Du kannst es nutzen, wenn du höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir in der DRS-Zone bist. Ich gehe noch. So. Erst dürfen wir gleich aufmachen. Saugen wir uns mal ran an Albon. Bisschen Pech, weil er den Kwiat auch noch vor sich hat. Ob was Stroll jetzt ein bisschen hinteren zeigen können. Dass Ocon und dahinter ist eine Lücke. Das könnte womöglich mit dem Dreher von Ricardo zusammenhängen. Auch wobei der McLaren noch nicht der schnellste ist. So. Vor dir ist viel Verkehr. Pass gut auf. Ein paar Infos zu Leclerc. Er hat Albon vor dir. Der Abstand beträgt weniger als eine Sekunde. Sie fahren mit alten weichen Reifen. Ihre Reifen sind 3 Runden alt. Wir vermuten, dass sie noch 2 Stops machen werden. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 36,5. Du holst pro Runde 3 Zehntel auf. Gute Arbeit. Sie sind auf jeden Fall ein bisschen schneller. Müssen aber auch schon viel Energie ausgeben und alles dafür. Und seine Reifen sind tatsächlich offensichtlich jünger als unsere. So, eigentlich müssten wir in die Box. Perfekt, Kwiat schon seit 8 Charles Leclerc. Scheint langsam zu sein. Versuch die Reifen nicht zu sehr zu belasten. Du müsstest langsam an Grip verlieren. Ja. Mann! Das ist natürlich jetzt ein Problem hier für uns, die hinterherfahren. Ja, und dadurch verliert Albon auch. Charles Leclerc aufhält, aber auch nicht in die Box. Mal DRS, fettes Gemisch, Flügel geht auch auf. Jetzt schaffen wir jetzt gleich beide zu kriegen. Jawohl. Charles Leclerc hält Kampflinie gegen Albon. Oh, 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 oh. Junge, Junge, Junge. Da gibt es richtig Gedränge hier. Ich denke, wir müssen auf jeden Fall neue Reifen holen. Machen wir jetzt auch. Wir werden in die Box fahren. Ein Undercut gegen Albon machen. Obwohl er bestimmt spät in die Box kommen wird. Der mit frischen Reifen gestartet ist. Oh, toll. Jetzt ist Schumacher in der Box. Der Doppelstopp wird schon mal nichts. Da müssen wir noch eine fahren. Nutzt nichts. 71 vorne links.
Patrick kommt in die Boxengasse. Da bin ich zu weit rausgekommen. Oh oh. Angriff von Stroll. Bleib in. Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Aber das will ich jetzt nicht wissen. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen? Bestätige. Unsere Reifen sind schon so schlecht, dass er einfach hier direkt daneben fahren kann. Benzinplanziel ist plus 1. Mensch, ich wollte wissen, was mit unserem Teamkollegen ist. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 12,1 Sekunden. Sie fahren mit 9 Mediums. Er ist auf Rang 20. Die Fahrer des Rennens sind Albon und Stroll. Junge, Junge, Junge. Reifen hat doch gut angezeigt. Verlieren richtig viel am Boden. Fertig, los jetzt. Albon war auch in der Box, der nimmt nochmal Softs mit. Das heißt, er wird soft, soft, hart fahren. Schließlich ein bisschen warm werden. Ich muss mal ganz kurz ins Menü gucken, weil mich interessiert, was die anderen so für Reifen haben. Fiat führt. So, Bottas ist auch nochmal auf Softs gegangen. Hamilton auf Medium, Vettel auf Medium, Verstappen auf Medium, Mick Schumacher auf Medium. Ich denke, das ist auch so die richtige Strategie. Charles Leclerc ist in der Box. Er fährt auch nochmal mit Softs. Also Albon, denke ich, bleibt nur die Möglichkeit, danach auf Hard zu gehen. Ich glaube nicht, dass er mit Mediums durchfahren kann. So, 1,9. Müssen wir gegen die anderen Mediumsfahrer ordentlich versuchen, Boden gut zu machen. Wir müssen schneller fahren als zum Beispiel Kwiat. Durch diese vielen Kurven schnellen. Halt auch für die Reifen sehr belastend. Mittelsektor war ich schneller auf jeden Fall als Albon. Im letzten minimal. Und in diesem Sektor weiß ich, dass ich gegen ihn verliere. Sekunden. Ist auch schon an Gasly dran. Mit Mediums langsamer ist. Im ersten Sektor fahren wir aktuell gerade die Bestzeit. Auch noch gerade das fette Gemisch raus, ein bisschen Energie immer wieder zwischendurch. Ich hoffe, dass wir hier überholen können. Ich erinnere mich an Barcelona, da war das recht schwierig. Albon eine sehr gute Beschleunigung hat, also viel Grip hat. Reifen. Laufen dann noch Latifi auf.
So, komm, wir müssen Albon kriegen. Fahren aktuell gerade meine schnellste Runde. Gasly will sich verteidigen. Hey! Mann! Müsste ich mir das. Ich würde mir das gerne mal als Sofortwiederholung ansehen. Dann, ich würde mal interessieren. Also die Frage, die ich mir jetzt stelle, der zieht ja hier in, bremst rein und zieht volle Kanne rein. Aber das ist doch Eigenverschulden, oder? Ich würde sagen, das ist Eigenverschulden. Dürft ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich weiß nicht, so kannst du nicht in die Kurve fahren. So, oder zumindest reinstechen einfach in jemanden. Ist nochmal das Risiko da, dass du dich wegdrehst. Ich meine, er hat ja keinen Schaden davon getragen jetzt oder so. Nur die Position einbüßen, eingebüßt. Alle das Gefühl, diejenigen, die auf Softs gestartet sind, einen Nachteil haben gegenüber denjenigen, die auf Mediums gestartet sind. So, der Abstand zum Teamkollegen liegt bei 5,0 Sekunden. Sie fahren mit 9 Mediums. Er ist auf Rang 15. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,36,1. Boah. Aber stark aufgehalten, würde ich sagen. Das ist jetzt, glaube ich, das Problem für diejenigen, die vorne auf Mediums gestartet sind. Die haben dadurch jetzt einen Vorteil. Die anderen stecken im Verkehr fest. Von daher bereue ich das schon, dass warum ich nicht mit Mediums gestartet bin. Sauber gemacht, gute Arbeit. So, Latifi haben wir bekommen. Nächste ist Russell. Vielleicht sogar in der nächsten DS-Zone schon. Geht. Deutlich Überschuss. So, jetzt haben wir Perez vor uns. Läuft gut bis jetzt. Runde 17 sollen wir in die Box kommen. Glaube nicht unbedingt, dass das notwendig ist. Eventuell fahren wir denn nach diesen Mediums noch einmal soft. Auch wenn die so schnell abbauen. Wir müssen ja auch halten für 7-6 Runden. ...35,3 haben wir gefahren in dieser Runde. Da war noch Überholmanöver bei. Trotzdem merkt man auch, dass die Reifen abbauen. Schumacher steckt richtig im Verkehr fest. Nicht er, nur er, sondern Hamilton auch, habe ich gesehen. Oh Gott, das wäre das auch alles. Jetzt haben wir das Problem, die haben alle DRS. Das Gemisch haben wir auch nicht mehr ganz so viel. Lass uns das gut einteilen. Da kämpft auf jeden Fall Schumacher schon ordentlich. Gegen Giovinazzi. Und Verstappen ist da, wenn ich das richtig gesehen habe.
Oh, 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 oh. Okay, da habe ich auch mal zu viel gewollt. Das war wieder Schumacher. Und Jovin hat sich schon mal vorbei. Er hat das offensichtlich cleverer gemacht als wir. Oh Mann! Oh, Perez ist auch schnell. Kein Scheiß, Perez. Oh, komm. Ricardo, den hat man vorhin weggedreht. Oh, fährt der weit in. Jetzt mal die Tür nochmal aufmachen. Und alles an DRS, ERS jetzt raus, fettes Gemisch. Nein, das machen wir nicht. Einer muss nachgeben, sonst kann das nicht funktionieren. Das sind denn wir im Zweifelsfall? Ja, das ist ärgerlich, weil es hält richtig heftig auf. Vorne fahren einige in der Box und auch Ricardo, sehr schön. Siehst du, man sieht es, das geht auch so. Boah, ist viel los in der Box. Giovinazzi haben uns gut vorbeigemogelt. Jetzt sind wir 9. Schumacher ist 8. So, und jetzt müssen wir mal gucken, was für ein Tempo wir fahren können. Abstand zum Auto vor uns beträgt 1,0 Sekunden. Sie fahren mit alten Mediums. Ihre Reifen sind 7 Runden alt. Wir vermuten, dass Sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 37,3. Du holst pro Runde eine Zehntel auf. Letzte Runde eine Zehntel aufgeholt, vor allem die 37,3. Kann 3 Sekunden schneller fahren, hat freier Fahrt. Vorne ist jetzt ein Mercedes und hat einen Haas überholt. Ist auf 7 bei den Ferrari kriegen. Was Magnussen? Richtig, wir vermuten, dass du bald etwas an Grip verlieren wirst. Jetzt doch noch nicht. Magnussen fährt in der Box, das ist schon mal sehr schön. Jetzt müssten wir hier auch vernünftige Rundenzeiten fahren können. Fast den gesamten Benzinüberschuss verbrannt. Sind bald wieder am Plan. Geben wir einfach mal vom Gas. Schalte möglichst bald den Motor runter. Albon ist auf Platz 8 schon mit seinen Softs. So, 41% vorne links. Wir waren in Runde 6, glaube ich, in der Box. Das 8 Runden haben wir gefahren. Nochmal 8 waren es 22, das heißt, ich würde sagen, ich gehe danach auf. Oh, da kommt der Perez. Gehe danach auf Softs. Mal unseren Teamkollegen.
kann vorne auf jeden Fall wegfahren. Also ich muss sagen, auch Pep ist ziemlich schnell unterwegs. Das ist zu schnell für meinen Geschmack. Ist das jetzt mal Seite fahren oder hält dagegen? Weiterfahren. Entgegen. Ein paar Informationen zu Grosjean. Sie sind Safety Car auf der Strecke. Herrlich. Das Safety Car ist auf der Strecke. Und die Frage ist jetzt, was macht man? Jetzt fährt man in der Box. Ach, das ist eine so schwierige Entscheidung. Würden wir 12, 13 Runden auf dem Medium schaffen, mit Safety Car auf jeden Fall. Wir ziehen eine alternative Strategie in Erwägung. Möchtest du die Strategie ändern oder mit Plan A weitermachen? Bin mal gespannt. Jo, er schlägt mir das vor. Ist angekommen, bestätige. Das habe ich nicht verstanden. Nochmal bitte. Oh nee. Mal überlegen, das soll mal Schumacher reinholen. Vettel ist Dritter, Verstappen Zweiter und Hamilton müsste das sein, der führt. Auch war Bottas gerade erst in der Box. Der taucht da auf Platz 7 auf. Das wäre natürlich der Knüller. Okay, langsamer werden, langsamer werden. Dein Delta, ja, der fährt in die Box schon mal. Zu schnell. Verringere dein Tempo. Mick kommt an die Box, Mick an der Box. Ich bin jetzt derjenige, der dich dem Safety Car. Du führst, also überhole es nicht. Dem Safety Car anführt. So, ich würde sagen, ich mache dann einfach mal einen kurzen Cut, solange das Safety Car vorbei ist. Oh, Safety Car kommt rein. Muss mal gucken, dass wir unsere Reifenlauftemperatur kriegen. Ups, da haben wir mal ein bisschen mehr ausgeholt aus Versehen. Aber ich denke. Grüne Flagge. Das passt. Müssen wir nur richtig Tempo machen. Du fährst pro Runde eine Sekunde schneller als dein Hintermann. Nicht sicher. Gut, der erst öfter noch nicht zu öffnen sein. Junge, der Mercedes hat aber Tempo drauf. Ich hab schon das fette Gemisch. Versuchen uns erstmal zu wehren. Bottas hinter dir. Weniger als eine Sekunde Abstand zwischen euch. Sie fahren mit neun Mediums. Ihre Reifen sind 3 Runden alt. Die letzte Rundenzeit lag bei 2,27,5. Mit neun Mediums werden wir nicht mithalten können. Aber
Wir gucken, wie lange wir ihn zurückhalten können. Lassen können, meine ich. Versuch die Reifen nicht zu sehr zu belasten. Du müsstest langsam an Grip verlieren. Ja, da geht noch was. Ach, komm schon! Schumacher ist auf 11, das am Raikön vorbei. Sehr schön. Ja, dann nutzen wir mal eine Sofortwiederholung, auch wenn das ziemlich hässlich ist. Die Frage ist, sieben Runden müsste der Reifen der roten locker halten. Fahren wir in die Box oder nicht? Das Ziel hinausgeschossen. Gegen diejenigen, die hart waren. Komm mal mit. Junge, Junge, Junge. Am Ende dieser Runde reinkommen. Okay, die Rennleitung hat das DRS jetzt aktiviert. DRS ist jetzt aktiviert. Dann wird er uns auch aufschlupfen. Aber nicht schlimm. Lassen wir mal freiwillig vorbei. Das andere kostet nämlich nur Zeit. Hoffen wir, dass unsere Strategie jetzt richtig war. Wir müssen ja mit den roten Reifen deutlich schneller sein. Diejenigen, die hart fahren. Stroll liegt hinter dir. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 3,6 Sekunden. Sie fahren mit alten, harten Reifen. Ihre Reifen sind 7 Runden alt. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,36,2. Oh Mann! Ich sehe schon, die ganze Strategie ist für einen Eimer. Weil, wenn er den 36,2 fährt. Oh Mann! Ich krieg die Einfahrt einfach nicht. Hat ja gleich wieder ein Best-of zusammenschneiden hier, wa? Schaut mir dabei zu, wie ich zu doof bin, in die Boxengasse zu fahren. So. Oh Gott. Das war keine gute Idee. Ich habe noch 7 Runden, bei 2 Runden sind 14 Sekunden, aber wir müssen gucken, wie weit wir kommen. Losfahren, losfahren. Komm schon. Damit haben wir unsere Strategie durch. Du musst es jetzt auf diesen Reifen bis ins Ziel schaffen.
Letzte Runde haben wir. Ich denke, wir können aber noch eine fahren. Vor uns sind nur Hardfahrer, das ist auch schon mal gut. Gegenüber Latifi müssten wir deutlich schneller sein jetzt mit den harten Reifen. Das da vorne ist Latifi. Hol dir seine Platzierung. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 2,2 Sekunden. Sie fahren mit alten, harten Reifen. Ihre Reifen sind 7 Runden alt. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 37,8. Ja, also 4 Sekunden sollten wir schaffen pro Runde. Im Mittelsektor fahren wir mal eben gerade schon mal die Bestzeit. Ich wollte es gerade außenrum probieren, bis ich mir überlegt habe, nein, das ist keine gute Idee. Aber so geht's. Klasse Manöver, bei dir sieht das so einfach aus. Latifi wird keine Chance haben, da ziehen wir direkt dran vorbei. So, Giovinazzi, davor Charles Leclerc, das scheint auf jeden Fall deutliche Probleme zu haben hier beim Rennen heute. Letzter Sektor 1. Ja, ich denke, da macht freiwillig Platz. Schön ausrollen lassen hier. So, Charles Leclerc ist 3 Sekunden vor uns. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 3,3 Sekunden. Oh, Albon auf 17. Der Magnussen mit harten Reifen. So, wir holen uns erstmal eine neue schnellste Runde, würde ich sagen. Und dann sind wir auch nicht mehr weit von dem Punkt. 8,6 Sekunden. 8,6 Sekunden zu unserem Teamkollegen. Frage ist, ob echt Platz ist, ja? Aber in den Top 10 sein, denke ich mir mal. Komm schon. Oh, was für ein geiles Manöver. Fünf Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Ich glaube, Charles Leclerc, sein Problem hat sich erledigt. Schade, uns fehlt das Energiesystem. Oh Mann! Unbedingt in die Punkte fahren.
Energie ist fast alle. Hier, Gasti vor uns. Ah, Mann, ich will einfach zu viel. Puh. Dass die da vorne noch mithalten können. Eigentlich müsste Lewis Hamilton da an denen vorbeikommen. Wir üben uns einfach mal in Selbstbeherrschung, würde ich sagen. Wir machen das so. Da vorne ist auf jeden Fall ein ganzer Pulk. Reifen sind aber schon ganz schön. So. Gut gemacht. Hier, Gasti, haben wir. Das war eine ganz knappe Kiste mit Ricardo. Das Ganze vergessen. Bin ich fast weggerutscht. War keine gute Idee. Dass wir Schadensbegrenzung betreiben. Keine Probleme mit der Reifenabnutzung. Sei weiter vorsichtig. Ja, das ist doch vor 4 Sekunden. Das ist mit Mediums hinter uns. Der wird zum Ende in den letzten 1-2 Runden wahrscheinlich die besten Reifen haben. Schumacher sollte sich dran machen, einen zu überholen. Kann es sein, dass er seinen 10. Platz opfern muss? Für den 10. dann 2 Punkte kriegen durch die schnellste Runde. Ich glaube, wir können das Tempo schon nicht mehr mitgehen. Wir raten dir, auf Mischung 2 umzustellen. Ja, entspann dich. Auf Mischung 2. Er wird mit den anderen Mediums eine Runde länger draußen bleiben sollen. Wenn nicht sogar 2. Eventuell hätten wir Latifi und Russell nicht überholen müssen. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Wir haben nur noch Benzin für eine Runde.
Mann. Da vorne ist ein Gedränge. Wir schubsen den jetzt einmal weg. Hier, komm. Reicht nicht. Ah! Ja, was soll ich dazu sagen? Das ist das Ende des Rennens. Nicht schön, aber selten. Wieder mal ein fantastischer großer Preis von Frankreich. Am Ende war es ein absolut verdienter Sieg. Ja. Ich bin auf die. In einem großartigen Rennen begeben sich die Fahrer nun zum Siegertreppchen. Oh, das an, wieder einmal sind es die Silberpfeile. Oh, Hamilton hat es noch geschafft. Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste an. Oh, sieht in 16 Sekunden. Er führt nach dem heutigen Rennen. Er hat den absolut perfekten Stop gemacht. Also Stefan, wer ist für dich der Fahrer des Tages? Über Carlos Sainz kann man sicherlich nicht meckern. Sein, ja, das muss man sich mal reinziehen. Die beiden McLaren. Folgen muss man loben. Es ist Zeit, einen Blick auf die Konstrukteurs. Nach Rangliste sind wir einen runter. Jedes baut seine Führung weiter aus. Schumacher hat einen Punkt bekommen. Boss am Steuer gute Arbeit geleistet und arbeitet sich in der Tabelle weiter nach vorne. Also Stefan, damit endet ja, und zwischen Racing Point und nun McLaren und uns wird es immer. Alle, die mit ja, wir gucken, ob es noch ein Interview gibt. Ich sage an dieser Stelle trotzdem denn schon mal gerne ein Like und ein Abo da. Und tschüss und ciao. Ja, hart wie alle Teams. Das war heute nicht das sauberste Rennen, oder? Ich habe keine Ahnung. Das klingt so. Vielleicht war ich nur übermütig. Ah, ja genau, das schauen wir uns dann auch mal an. Da gibt es nochmal ein bisschen Geld.